Einmeldung: Cristiano Ronaldo und sein größter Rivale, Lionel Messi, sind nun Mannschaftskollegen. Nein, dies ist keine Fiktion oder Fake News, sondern fast schon Realität. Cristiano Ronaldo stand kurz davor, einen der erstaunlichsten Transfer der Geschichte abzuschließen. Doch ein kleiner Fehler machte diese Möglichkeit zunichte. Während seiner Zeit bei Real Madrid entwickelte sich Ronaldo zu einem unaufhaltsamen Fußballspieler, der in 450 Spielen beeindruckende 454 Tore erzielte. Doch als sich sein Vertrag dem Ende neigte, entfaltete sich hinter den Kulissen eine wahrhaft erstaunliche Situation. Ronaldo war mit seinem Vertrag bei Real Madrid unzufrieden. Als die Verantwortlichen von Paris Saint-Germain davon Wind bekamen, erkannten sie den Handlungsbedarf. Der Präsident von Paris Saint-Germain träumte davon, das beste Quartett in der Mannschaft zu vereinen. Dieser Ehrgeiz führte dazu, dass man 240 Millionen Dollar in Neymar und 194 Millionen Dollar in Mbappé investierte, insgesamt also unglaubliche 434 Millionen Dollar für nur zwei Spieler. Doch das war erst die Hälfte der Bemühungen. An dritter Stelle ihres umfangreichen Plans stand der portugiesische Star Cristiano Ronaldo. Dem Verein war klar, dass er alles tun musste, um sich seine Dienste zu sichern. Um dies zu erreichen, unterbreiteten sie ein Angebot in Höhe von 150 Millionen Dollar, um einen Spieler mit seiner Erfahrung nach Paris zu locken. Ronaldo schien geneigt, das Angebot anzunehmen, bis Paris Saint-Germain einen großen Fehler beging. Die Pariser Manager äußerten den Wunsch, auf andere Angebote zu warten. Ronaldo war jedoch nicht bereit, eine so lange Verzögerung hinzunehmen. Folglich zog er direkt nach seiner Rückkehr von der Weltmeisterschaft 2018 einen Schlussstrich. Das Rennen um Ronaldos Unterschrift beschränkte sich nicht nur auf PSG. Zahlreiche Vereine, darunter Manchester United, Manchester City und sogar Bayern München, waren im Wettbewerb. Ja, sogar die Deutschen waren begierig darauf, ein Stück vom Kuchen abzubekommen, den Ronny ihnen bescherte. Hinter den Kulissen arbeiteten Ronaldo und sein Agent an einem alternativen Deal, und es dauerte nicht lange, bis die Nachricht auftauchte und die Welt erschütterte. Die Enthüllung, dass Cristiano Ronaldo einen Vertrag über 108 Millionen Dollar mit Juventus Turin abgeschlossen hatte, überraschte die ganze Welt. Während PSG und die Clubs aus Manchester zögerten, sich um CR7 zu bemühen, verhandelte Juventus eifrig über ein umfangreiches Angebot. Ronaldo nahm das Angebot an und wurde der teuerste 33-jährige Fußballer der Geschichte. Der Hauptgrund für die beträchtliche Investition von Juventus in Ronaldo war der Glaube daran, dass er die Jagd nach dem Champions League-Titel eröffnen könnte. Juventus hatte die Champions League zuletzt 1996 gewonnen, zu einer Zeit, als Mbappé noch nicht geboren war. Die Wahl von Cristiano Ronaldo schien daher die beste Entscheidung zu sein, um das Ziel zu erreichen. Als der Spieler mit den meisten Toren und Vorlagen in der Geschichte der Champions League schien der Portugiese die natürliche Wahl zu sein. Alles passte wie die Faust aufs Auge, und in seiner Debütsaison zeigte Ronaldo der Welt, dass er auch in einer anderen Liga erfolgreich sein kann. Er erzielte 28 Tore und 11 Vorlagen in allen Wettbewerben, darunter ein bemerkenswerter Hattrick gegen Atletico Madrid in der Champions League. Bedauerlicherweise zeichneten die folgenden drei Spielzeiten in Italien ein anderes Bild. Während Ronaldo weiterhin Tore erzielte, hatten seine Mitspieler Schwierigkeiten, mit seinem Tempo Schritt zu halten, was zu einem allmählichen Rückgang der kollektiven Leistung führte. Schließlich fand die Geschichte ihr Ende. Obwohl Ronaldo dreimal in Folge den Meistertitel gewann, schaffte es Juventus in allen drei Spielzeiten nicht über das Viertelfinale der Champions League hinaus. Das schmerzliche Ausscheiden im Achtelfinale gegen Porto im Jahr 2021 markierte einen Wendepunkt. Es wurde deutlich, dass Ronaldos Zeit bei Juventus dem Ende zugeht. Die Gerüchteküche brodelte erneut, und wie schon zuvor bekundeten prominente Vereine ihr Interesse an ihm. Denn wer würde nicht gerne Ronaldo verpflichten? Er war der schnellste Spieler, der sowohl 50 als auch 100 Tore für Juventus erzielt hatte, und das in nur drei Spielzeiten. Allerdings hatte Juventus mit Instabilität zu kämpfen und musste in drei Jahren drei Trainerwechsel verkraften. Zusammen mit den Beschwerden einiger seiner Mannschaftskameraden kam Cristiano zu dem Schluss, dass eine neue Herausforderung angebracht war. Gleichzeitig hatte die postpandemische Situation den Finanzen der großen europäischen Mannschaften schwer zugesetzt.
Ronaldo bezog bei seinem Verein ein Jahresgehalt von 31 Millionen Dollar, was für Juventus, das am Rande einer Wirtschaftskrise stand, eine erhebliche Belastung darstellte. So kam es zu der einvernehmlichen Entscheidung, sich zu trennen, und es wurden zahlreiche Angebote unterbreitet. Paris Saint-Germain und Manchester City waren die Hauptakteure im Rennen um Ronaldos Unterschrift. Dieses Mal tendierte der allgemeine Konsens dazu, dass Paris Saint-Germain das Ziel von Ronaldo sein sollte. Manchester City war jedoch entschlossen, nicht nachzugeben. Dann, gerade als Ronaldo in Manchester landete, veränderte ein unerwarteter Anruf die Geschichte. Ohne zu zögern brach Ronaldo seine Verbindung zu City ab. Die portugiesische Sensation war in seine Heimat zu Manchester United zurückgekehrt. In seiner ersten Saison im Old Trafford erzielte der berühmte Fußballer eine bemerkenswerte Leistung. Er erzielte erstaunliche 114 Tore, sicherte sich den Champions League-Titel und wurde in der legendären Saison 2007 bis 2008 mit dem Ballon d'Or gezeichnet. Die Nachricht von Cristiano Ronaldos Rückkehr versetzte die Fans von Manchester United in Unglauben. Die Vorstellung seiner Heimkehr bereitete sowohl Ronaldo als auch Sir Alex zweifellos große Freude. Sein Wiederauftauchen bei United war von enormer Bedeutung und er spielte eine entscheidende Rolle beim 3:2-Sieg zum Auftakt gegen Newcastle United. Doch mitten in all diesen Entwicklungen ereignete sich in Frankreich ein bahnbrechendes Ereignis, das weltweit für Aufsehen sorgte. Der FC Barcelona geriet in finanzielle Turbulenzen und Paris Saint-Germain nutzte diese Gelegenheit, um Messi für 2 Jahre zu verpflichten, ohne dem FC Barcelona auch nur einen Cent zu zahlen. In Manchester wollte Ronaldo in erster Linie an die glorreichen Zeiten anknüpfen. Doch schon bald musste er feststellen, dass sich alles verändert hatte. Die vertraute Landschaft hatte sich unwiderruflich verändert. Die Architekten der Mannschaft, die er einst kannte, waren nicht mehr da, und er sah sich bei United mit Herausforderungen konfrontiert, die ihn an seine Zeit bei Juventus erinnerten. Obwohl er weiterhin Tore erzielte und die Saison als Torschützenkönig abschloss, stellte das Verpassen der Qualifikation für die Champions League die Mannschaft vor ein Rätsel. Wie konnte der Torschützenkönig der englischen Premier League nicht an der Champions League teilnehmen? Ronaldo suchte erneut nach einem Ausweg, doch dieses Mal hatten die großen Vereine andere Möglichkeiten. Als Ronaldo seinen Wunsch äußerte, United zu verlassen, war man sich einig, dass sein Abgang unmittelbar bevorstand. Mit Messi, Mbappé und Neymar in ihren Reihen schien PSG den ultimativen Traum eines jeden Fußballfans zu verwirklichen, Ronaldo und Messi in einer Mannschaft zu erleben. Doch unsere Träume wurden zerstört, als sich der Sportdirektor von PSG einschaltete. Laut Campos passte Ronaldo nicht in die Transferstrategie von PSG. Cristiano Ronaldo befand sich in einer schwierigen Lage. Schließlich entschied er sich für einen Wechsel nach Saudi-Arabien zu Al-Nassr. Obwohl Ronaldo für seine Entscheidung kritisiert wurde, scheint der berühmte Fußballer in seiner neuen Umgebung zufrieden zu sein, wo er weiterhin Tore erzielt. Er hat sich den lukrativsten Vertrag in der Geschichte des Fußballs gesichert, einen Vertrag über 214 Millionen Dollar pro Jahr mit Al-Nassr. Dennoch ist es bedauerlich, dass Messi und Ronaldo nicht im selben Team spielen. Oder etwa nicht? Würden Sie es vorziehen, wenn die beiden Spitzenfußballer in einer Mannschaft zusammenarbeiten oder als Rivalen gegeneinander antreten? Teilen Sie uns Ihre Gedanken und Meinungen in den Kommentaren mit.